Oh yes, Leute. Willkommen zurück zu Animal Crossing New Leaf. Ich habe ein bisschen Zeug, was das Organisatorische von diesem Kanal betrifft, zu erzählen. Und auch noch von der gestrigen Animal Crossing Direct habe ich zu reden, nämlich über Animal Crossing Pocket Camp. Und ob ich das auch als Let's Play einplane, hätte ich auf jeden Fall sehr viel Lust darauf. Und ich bin dumm, weil ich dachte, ich hätte die Autohelligkeit aus, dabei ist sie an. Melinda ist halt immer sehr viel heller hier beim Titelscreen. So, sie sagt sowieso das Gleiche. Könnte sein, dass ich vielleicht etwas länger nicht in der Stadt war. Ich habe einmal privat gespielt, ich habe dann Weg umgeändert, den werde ich euch auch zeigen, während ich hier jetzt rumlaufe. Ja, ich vergesse das Projekt Animal Crossing New Leaf meistens, weil ich meistens irgendwas anderes vorhab. Egal, ob ihr den letzten paar Tagen wohl eher nur Mario & Luigi Paper Jam Bros. Gesehen habt. Das liegt einfach im Großen und Ganzen daran. Erstens, ich musste lernen für eine Deutsch- und eine Mathearbeit. Und sorry, dass ich gerade einen Aufstoßer hatte. Ja, hier habe ich das so geändert, dass es hier ein gerader Weg ist, weil Bella ja ausgezogen ist. Und die Bäume sind schon eigentlich ganz schön gewachsen. Ich habe hier den Lichterbaum hingemacht, weil ich mal schauen wollte, wie der dann so im Dunkeln aussieht. Da habe ich hier den Weg schön gerade gemacht, dass er nicht mehr so uneben praktisch ist, dass er die ganze Zeit solche kleinen Abbiegungen hat. Und dann hier, dass er auch schön runtergeht. Und hier sehe ich gleich ein Fossil. Ja, es kam meistens nur Mario Luigi Paper Jam Bros. Und zwar liegt es daran, dass ich das Projekt unbedingt von Mario Odyssey fertig machen wollte, daher nur das Projekt aufgenommen habe und keine andere Projekte kamen. Und ich dann dadurch durch die Arbeiten, die ich hatte, halt auch kaum irgendwas anderes aufnehmen konnte. Aber bald sind Ferien und ich werde mir ein Projektpolster anfressen. Besonders zu News bei Mario Bros. Wii, aber muss ich noch was sagen. Die anderen Projekte sind ziemlich einfach für mich aufzunehmen, weil ich sie einfach nur vom 3DS abfilmen muss. Aber bei Mario Bros. Wii ist es immer so mit den Sounds und sowas übereinander legen und was weiß denn ich. Und bei Mario Odyssey werde ich probieren, das Ganze einfach schneller zu machen. In so zwei Stunden werde ich dann wahrscheinlich so aufnehmen und die dann in Parts unterteilen. Und dann werdet ihr halt keine typischen Begrüßungen dort sehen, dass ich das halt einfacher und schneller hochladen kann. Aber bei Mario Bros. Wii, zum Beispiel der letzte Part, Part 10, kommt wahrscheinlich erst am gleichen Tag wie dieses Let's Play hoch. Weil, und ich dackel hier gerade sinnlos rum, ich laufe mal in die Nähe von dem Museum. Habe ich da noch ein Fossil gesehen? Nein, das war nur Einbildung. Wir haben nämlich auch noch was anderes abzugeben. Nämlich, wir haben im letzten Part vergessen, dass wir immer noch von Rainer... Ich suche gerade den Brief. Hallo, Rainers Brief, wo bist du? Von Rainer haben wir ja immer noch das Kunstwerk bekommen. Ich finde es gerade echt nicht. Lol. Haben wir das schon abgegeben? Habe ich das rausgenommen? Ich muss gerade suchen. Okay, ich bin dumm. Entweder ich habe es schon abgegeben... Oder ich habe es irgendwie verkauft aus Versehen, als ich es in meiner Tasche hatte. Das wäre sehr ärgerlich. Aber ich tippe mal auf das Erstere. Haben wir letztens bestellt. Das Rainers Gemälde. Ja, auf jeden Fall soll es jetzt noch weitergehen hier mit New Super Mario Bros. Wii. Die letzte Folge hatte ziemlich viele Cuts. Und da werde ich auf jeden Fall nicht... Ja, so... da habe ich halt länger gebraucht, das zu schneiden. Ich sage die ganze Zeit, ja, das wird nicht spätestens Montag online kommen, weil es eigentlich schon letzte Woche aufgenommen wurde, aber ich hatte echt keine Zeit, das zu schneiden. Das ist echt zu aufwendig und dann verkacken auch noch die Schnittprogramme manchmal. Also ich konnte die erste lange Audiospur gar nicht rendern. Das war totaler Mist und ja, deshalb kam es halt verspätet. Ein Dino-Fußabdruck, ja, das hätte ich auch ohne seine nachherige Nachricht sagen können, dass wir den schon haben. Das ist einfach so ein Name, den man sich eher merken kann. Das ist so ein Pterodactylus-Namen oder Plazablabla, Saurus, irgendwas immer mit Saurus. Kann sich kein Schwein merken. Ja, auf jeden Fall wollte ich jetzt noch über Animal Crossing Pocket Camp zu reden kommen. Ja, ich habe jetzt schon 4 Minuten über so organisatorisches Blabla von diesem Kanal gelabert. Nächste Woche werde ich mir ein Polster anfressen an Aufnahmen, keine Angst. Und dann werde ich immer regelmäßig Videos bringen können. Nicht nur so immer das gleiche Projektgefühl wie jetzt in den letzten Tagen. Ja, auf jeden Fall jetzt über Animal Crossing Pocket Camp. Oh, wenn wir vom Rainer reden, ist er da. Ja, ich finde das Spiel sieht voll gut aus für ein Handyspiel. Ob ich das selber Let's Playen werde, ist eigentlich keine Frage. Aber ob ich das am PC schaffe, das Setup zu machen,
dazu wird auch nochmal eine interessante Sache. Und das wird dann halt auch wieder, dass ich die Stimme separat aufnehmen muss, weil ich noch kein Mikrofon habe. Auf jeden Fall kein gutes und geeignetes. Und während ich die Game Capture benutze, kann ich das gar nicht machen, weil dann kommt der Sound verspätet in der Game Capture, viel zu früh in der Game Capture an, weil die ja 3 Sekunden später ist. Und dann wäre alles asynchron. Das würde sich einfach gar nicht lohnen. Also bin ich gezwungen, den Sound separat aufzunehmen. Sehr scheiße. So. Oho, willkommen in Rainers Galerie. Wenn du Kunstwerke von Weltrang zu verdächtigen günstigen Preisen suchst, bist du hier goldrichtig. Aber das weißt du ja bereits, Cousin. Willst du ein Geheimnis wissen? Dieses Mal in Rainer ganz besonders seltene Stücke da. Und nur eins ist echt, der Rest sind Fälschungen. Aber weiterhin gilt nur eines pro Kunde, also wähle mit Bedacht. Ja, wir werden jetzt analysieren, was ist die echte und was ist die Fälschung. Werden wir noch über Animal Crossing Pocket Camp philosophieren. Ich weiß nicht viel vom Spiel, außer dass ich gesehen habe, dass es echt gut aussieht. Die Animal Crossing Direct habe ich mir nicht mehr weiter angeguckt, als ich gesehen habe, dass es nur eine Mobile Direct ist. Ja, ich hoffe, dass einfach ein Trailer zum Spiel rauskommt. Mal schauen, ein ungestüm Gemälde. Nee, das hört sich nicht an, nachdem wir keine Fälschung haben. Also lasse ich das mal ungemustert dort. Was ist das denn hier? Feierlich Gemälde. Weiß ich auch nicht. Ich glaube, das hat auch eine Fälschung. Also das ist nicht einer der, wo keine Fälschung hat. Lassen wir auch erstmal ungemustert da. Mal schauen, ob wir hier eine Fälschung erkennen können. Also das da kommt mir jetzt nicht falsch vor. Aber die hätte ich halt schon, die Statue. Und die hat einen Dutt. Das ist auf jeden Fall nicht die echte. Obwohl, das ist kein... Ja, natürlich ist das ein Dutt. Ich weiß, ich glaube, das ist die richtige, weil das soll anscheinend irgendwie eine Frau mit so Dings da hinten zeigen, wahrscheinlich. Und die andere hatte Haare, die so nach vorne gegangen sind. Also ich schätze mal, die Eleganzstatue wird es sein, weil der Rest war, glaube ich, immer fake. Weil wir hatten andere Sachen gekauft und die waren... Oh, wir haben kein Geld. Peinlich. Ja, auf jeden Fall finde ich, Pocket Camp sieht gut aus. Es erinnert mich ein bisschen an Happy Home Designer. Ich hoffe, dass es nicht so Pay-to-Win-mäßig wird, wie die meisten schlimmen Mobile-Games, die ich sogar leider mal gesuchtet habe. Ich habe Clash Royale gespielt gerne und ich bereue alles, was ich in dieses Spiel gesteckt habe. Und das war leider zu viel. Ja, blöd, blöd. Ich meine, immer so... Und dieser Aufreger über Super Mario Run. Das kostet 10 Euro. Nintendo hätte das Spiel auch gut und gerne auf dem 3DS entwickeln können. Und hätte dafür, was weiß ich, auch 20 Euro verlangt. Keinen hätte es gejuckt. Sie tut extra noch ein paar Welten geben, um jemanden gratis anspielen zu lassen. Und auch irgendwelche irgendwelche Mobile-Gamer, die sich Gamer nennen, aber keine Gamer sind, können dann das anspielen und sich mal wie ein echter Gamer fühlen. Und dabei spielen sie... was die Nintendo ihnen schenkt und regen sich dann auf, dass sie Geld zahlen müssen, obwohl sie bei Clash Royale oder Clash of Clans zum Beispiel als Beispiele sowieso irgendwann kaufen müssen, um mitzuhalten, wenn sie das Spiel wirklich mögen. Deshalb, von da ist es totaler Schwachsinn, dass man eine einmalige Zahlung schlecht findet, aber dann eine Sucht praktisch entwickelt bei anderen Spielen und die dann gut heißt. Also, ja, ich find's lächerlich. So, ich heb mal 6.000 ab. Ich weiß nicht, warum ich genau auf 6.000 komme, aber ich hole einfach 6.000. Ja. Und deswegen hoffe ich, bei Pocket Camp wird es nicht so Pay-to-Win-mäßig sein, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass Nintendo gerne auch mal so etwas ausprobieren möchte. Ja. Nächster Part wird übrigens Samstagabend der Akustikabend von KK sein. Hatte ich eigentlich schon länger geplant, aber da werde ich das dann erst richtig machen. Weil das hatte ich schon immer geplant, so als... Part mal auch rauszuhauen, aber ich habe das die letzten 2 Wochen verpeilt. Und deshalb kam auch kaum irgendwas von Animal Crossing. Aber ja, jetzt kommt ja wieder was. Und bald wird auch am Sonntag für Partnachschub gesorgt. Und der redet jetzt das gleiche wie vorhin, deswegen gehen wir einfach schnell zur Statue. Und die Eleganz-Statue wollen wir haben. 3.920 Sternis ist du. Danke, Rainer. So, Geld im Voraus, damit deine Fälschereien hier, falls du es weißt, dass es Fälschungen sind, auch schön bezahlt sind, egal ob es falsch ist oder richtig. Wahrscheinlich hat er da auch nicht mehr den Überblick drüber. Ja, so. Ich weiß jetzt gar nicht, worüber ich noch groß reden soll. Das Video ist jetzt über 10 Minuten gestreckt, also muss ich ja gar nicht mehr. Ja, nee, nicht Spaß. So, ich laufe einfach mal rum, vielleicht fällt mir ja noch irgendetwas ein. Vielleicht will ja irgendjemand was von... Okay, Chibi habe ich lange nicht mehr geredet, rede ich mal wieder.
Ach, sieh an, dass du mich auch mal wieder beehrst. Hast dich ja ganz schön rar gemacht in den letzten Tagen. Ich weiß gar nicht, ob ich wissen will, wo du die ganze Zeit gesteckt hast. Ja, ich habe Barry und die Paper Jam Bros aufgenommen. Ich kann nicht immer nur zu euch hier, ne? Pah, der erbt meine Let's Plays nicht. Unglaublich. Ich glaube, wir müssen ihn steinigen gehen, lol. Nee, so. Ich gucke gerade noch ein bisschen. Ah, stimmt, das sind die Glücksgläser, die habe ich dort hingelegt. Falls ich irgendwann mal ein Kleebeet machen will, also tue ich das lieber zurück, weil ich dann nicht sinnloses Klee in der Tasche haben will. Oder sehe ich gerade einen Diamantstein? Hallo, Diamantstein. Hab ihn in meine Tasche. So. Ach, hier sind eh nur Bambussprossen vergraben. Und ich denke mal, das war es jetzt auch für diesen Part. Ich habe ein bisschen über Pocket Camp geredet, wie ihr gemerkt habt. Aber ich habe mich nicht wirklich spoilern lassen über das Game. Ich will mich da so ein bisschen überraschen lassen, auch wie bei Mario Odyssey mit den Start- und Endszenen und was weiß ich, was für Kingdoms noch kommen, will ich mich jetzt echt nicht mehr spoilern. Und finde es echt kacke, wie manche Leute dort in das Thumbnail das packen. Ich habe ja auch ein Video über das Launching Kingdom hochgeladen, aber das sind alles nicht so explizite Gameplay-Szenen und ich finde das okay noch so. Ich will auch, wenn ich irgendwo Forgotten Isles geleakt sehe, also die Welt kennt man ja schon, und ein Gameplay würde ich mir die auch anschauen, weil ja, Leute, es ist einfach, man weiß ja schon, dass die Welt drin ist. Ich will nur nicht Welten sehen, die noch keiner gesehen hat und diesen Endboss, den keiner gesehen hat und die Anfangsstory-Sequenz, die noch keiner gesehen hat. Ja, das ist so eine kleine Rechtfertigung für das Video, was ich vielleicht da vergessen habe, noch zu sagen. Und bei Pocket Camp will ich mich halt auch nicht spoilern lassen. So sind wir darauf gekommen auf Mario Odyssey wegen Animal Crossing Pocket Camp. Ja, das ist jetzt von diesem Part Animal Crossing New Leaf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns am 22. Part am Sonntag nach dem KK Akustik-Abend. Bis dann und ciao.